Ja. Einchecken. Willkommen im Cloud, wo wir genau wissen, wonach Sie suchen. Bitte verbinden Sie sich mit dem Terminal. Ich suche eine Evelyn Parker. Arbeitet sie hier? Einen Moment, bitte. Coole Tattoos. Evelyn ist momentan nicht verfügbar. Ich muss sie sehen. Es ist wichtig. Der Algorithmus ist unfehlbar. Glauben Sie mir, es wird die beste Puppe für Sie auswählen. Unsere Puppen können ihre Haar- und Augenfarbe ganz ihren Wünschen anpassen. Was wird das hier? Ich will nur mit ihr reden, mehr nicht. Bitte sorgen Sie sich nicht. Ihre Puppe redet mit Ihnen über was auch immer Sie wollen. Verlinken Sie sich bitte. Oh, sorry, hat sie endlich was Nützliches gesagt? Nein, Scheiß nein, aufs nicht. Menü, lassen wir die Kellnerin sitzen und bringen unsere Sonderbestellung direkt zum Chefkoch. Ach, da wird auch wieder ein Punkt, ne? Verlinken Sie sich bitte. Soll heißen. Geh als Kunde rein und halt dich bedeckt. Die wollen nicht, dass wir ihnen in die Karten gucken? Dann spielen wir eben unser eigenes Spiel. Woher wollt ihr wissen, wonach ich suche? Das Cloud weiß alles. Ihr tiefstes Bedürfnis. Wir finden es. Ihre Wünsche werden erfüllt. Und vielleicht geschieht noch mehr. Das Wort weniger kennen wir nicht. Aha. Okay, wie funktioniert das? Ein Algorithmus steuert die Motorik der Puppe. Er nimmt ihre Profildaten und verwandelt sie in Echtzeiterlebnisse. Erinnerungsdämpfer auf dem Verhaltenstipp der Puppe verhindern, dass sie sich später erinnert. Es bleibt also keine Spur der Sitzung zurück? Ich könnte ja sagen, aber wo bliebe dann das Mysteriöse und die Spannung? Sobald sie da drin sind, bestimmen sie, was passiert. Du sagst zwar, dass es nicht gefährlich ist, aber ein Risiko besteht trotzdem. So kann man es ausdrücken. Aber eines ist sicher, sie erleben nie, was sie erwartet hätten. Jetzt bin ich wirklich neugierig. Dann verlinken wir uns mal. Okay, dann mal los. Hierbei handelt es sich um eine Live-Sitzung. Es kann also Unerwartetes passieren. Hören Sie aber nicht gleich auf. Ihnen könnte etwas Wunderbares entgehen. Falls Sie für das, was auf Sie zukommt, nicht bereit sind, können Sie jederzeit abbrechen. Wie lautet Ihr Safe-Word? Warum auch noch ein Safe-Word? Afterlife. Samurai. Samurai. Und gespeichert. Bitte warten Sie einen Moment. Ich scanne Ihr Profil. In einigen Sekunden sollten Sie kompatibel Puppen sehen. Bitte was? What? Sky? Angel? Ein Typ? Zwei Treffer. Interessant. Ist das nicht normal, oder? Was heißt schon normal? Sie sind eben einzigartig und haben einen besonderen Geschmack. Unser System kommt damit auf Männer. Klar. Also, wer soll es sein? Angel oder Sky? Wir warten jetzt was? Sky war, glaube ich, speichlich, ne? Sky. Eine ausgezeichnete Wahl. Ja, ich hoffe, das ist richtig. Und dann bitte was? Cloud sie in den Himmel. 500. Hier, bitte. Und die Zahlung ist abgeschlossen. Der ganze Stock steht Ihnen zur Verfügung, falls Sie zunächst entspannen möchten. Na, da bin ich immer gespannt. Erwarteten Sie in Kabine 9. Verbindung bitte trennen. Das war's? Wir haben strenge Vorschriften, was Waffen angeht. Bitte lassen Sie alle gefährlichen Gegenstände bei mir. Auch noch, natürlich. Oh, für dich machen nur zwei die Beine breit? Traurig. Und einer davon ist ein Mann, bist du wahnsinnig? Knie, Johnny. Geh zu Kabine 9. Hat er gesagt, der ganze Stock steht mir zur Verfügung, ne? Dann sollten wir doch alles auskosten. Wenn es überhaupt was gibt, ne?
gucken uns natürlich mal ein bisschen um. Man kann leider nicht reingucken direkt, ne? Das könnte dieser Angel-Typ sein, ne? Oh mein Gott. Hi! Du bist eine Wache. Darf ich hier rein? Nicht schlecht. Aber in echt wäre es besser. Zwischen diesen Schindeln könnte ich versinken. Ich darf nicht rein? Was soll das? Ich bin jede scheiß Woche hier. Keine Zugangsberechtigung für den VIP-Bereich. Doch, die habe ich. Oh Gott. Du bist eine Kamera. Alter, ich spreche jetzt lieber hier mit dir. Weißt du überhaupt, der echt? Du musst echt ein Perverser sein. Dieser Idiot hier kapiert nicht, dass ich da rein darf. Soweit ich das sehe, wurde ihre VIP-Mitgliedschaft entzogen. Wie bitte? Wie war das? Die ganze Etage, aber hier ist doch gar nichts weiter. Was ist das? Aufzug rufen deaktiviert. Wir können was mitnehmen. So, wir können doch speichern, ne? Falls was schief geht, sollten wir vielleicht mal speichern. Also klappt. Ich würde schon mal versuchen, da hinten. Ah, der geht sogar weg. Das ist gut. Was ist denn hier hinten? Technische Fähigkeiten nutzen. Sehr schön. Finden wir ja doch noch was. Munition. Regalfreiräume. Verbinden. Sie hat eine größere Anzahl Euro-Dollar-Komponenten. E9, 55, 55, 55, E9, 55, BD, 1C, E9. Wäre das hier, ne? 55, 55. Warum fehlgeschlagen? Ach, wir haben oben bloß noch. Ah, verkackt. Ach, wir haben gar nicht so viele Puffer. 244, naja, immerhin. Damit müssen wir auch mal noch warm werden, ne? Okay. Oh. Ich weiß nicht, wer du bist. Aber mit der Faust ist nie zu spaßen, ne? So. Ein Katana. Zugriff. Was? Gewährt? Okay. Jetzt müssen wir natürlich noch angucken. Inventar. Ach ja, wir haben es ja abgegeben. Müssen wir dann vergleichen. So. Ich weiß nicht, wer das ist. Sieht sehr putzig aus. Ich kann den auf jeden Fall hier nicht liegen lassen. Kann ich die hier nicht irgendwie so verstecken? Gibt es hier eine Kiste? Müllbehälter? Fallen lassen. Kabine zumachen. Geht nicht. Ist nicht Hitman-like. Okay. Ja. Das ist eine Kiste. Das ist eine Kiste. Komm, die lass mal verschwinden. Wenn wir die Möglichkeit haben, sollten wir das natürlich auch machen, ne? Ich hoffe, die Wache steht jetzt hier nicht vorne. Das war knapp. Wegwerfen. So. Ich bin Sky. Oh Gott sei Dank, es ist die Frau, ne? Vincent sein. Wer sagt, dass ich Vincent bin? Wie? Nur wie? Meinen echten Namen dürfen nur Leute sagen, die ich gut kenne. Okay. Wie? Okay, wie? Du stirbst also. Ja, weiß ich denn das schon wieder? Seyfurt Samurai! Ne. Ja. Evelyn Parker, was weißt du über sie? Nicht viel. Jeder hier hat seine eigene Kabine, eigene Probleme, ist in einer eigenen kleinen Blase. Es ist ein zerbrechliches System. Leute wie du spazieren hier rein, wollen es zerstören. Vergiss es. Ist das eine Art Anfall oder sowas? Nee, beantworte die Frage. Danach kannst du mit deiner Arbeit weitermachen. Ich beantworte gar nichts.
Schon gar nicht dir. Ich kenne dich überhaupt nicht. Und dabei bist du so hübsch. Wäre doch schade, wenn dir irgendwas passieren würde. Naja, so hübsch ist es auch wieder nicht, ne? Ist dir in letzter Zeit was Ungewöhnliches passiert? Okay. Hab gehört, ein Kunde hat sie schlecht behandelt. Mehr weiß ich nicht. So Zeug passiert hier dauernd. Öfter als irgendwer hier es zugeben würde. Du solltest mit Tom reden. Die beiden waren unzertrennlich. Immer am Tuscheln. Ein Kunde hat sie angegriffen? Ich glaube schon, ja. Ist echt aus dem Ruder gelaufen. Sicherheitsleute sind reingestürmt. Danach war's ruhig. Hier kommt man nicht her, um Fragen zu stellen. Du hörst nichts, siehst nichts und hältst den Kopf unten. Wo ist es passiert? In ihrer Kabine. Ich sagte doch, es war ein Kunde. Willst du nur so dastehen oder sagst du mir auch die Nummer? Die 11. Ist die Kabine gerade besetzt? Nein. Ich glaube, die ist seitdem außer Betrieb. Ich muss irgendwie in die Kabine kommen. Ach ja? Und dann was? Geht dich nichts an. Kannst du sie öffnen oder nicht? Sicher. Aber lass mich bloß in Ruhe. Rede mit Tom. Gehen wir mal dorthin. Wo müssen wir hin? Hier müssen wir hin. In die VIP-Lounge. Also müssen wir hoch, wo wir gerade waren. Das ist kein Gott, ne? Das ist ein Samoaner. Das sind nur Samoaner, so wie es aussieht. Oder fast nur. Warum ducken die sich? Wir haben doch gar nichts gemacht. Hoffe, ihr macht's kurz. Gott, schrecklos. Ich schieße auch. Zwei hirngewaschene Sexzombies an einem Tag? Das ist selbst mir zu viel. Man muss hoffen. Schauen wir mal. Hi. Ich glaube, da ist irgendetwas schiefgelaufen. Ich bin mir nicht sicher. Steh hier drüben. Ich habe keine Infos über dich. Tut mir leid, ich weiß nicht, was ich tun soll. Die VIP. Entspann dich. Du brauchst keine Infos oder Details. Ich bin kein Kunde. Ich will nur reden. Mit dir. Nicht mit einer Puppe. Tom, richtig? Aha. Ich muss Evelyn Parker sprechen. Es ist wichtig. Nicht nur du. Hab schon so oft versucht, sie zu erreichen. Ohne Erfolg. Du meinst, sie ist nicht hier? Sie hatte einen Unfall. Musste in eine Spezialklinik in Osaka oder Oslo? Glaube Oslo. Für ein neues Gesicht. Der Unfall hatte was mit dem Kunden zu tun, oder? Ich fand Blut in ihrer Kabine. Naja, solches Zeug passiert hier manchmal, weißt du? Und das finden alle okay? Wir kriegen neue Implantate, Erholungszeit und manchmal sogar eine Auszahlung. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, schon komisch, dass sie so weit weg musste. Hat sie dir selbst gesagt, wohin sie will? Nein, ist nur nicht zur Arbeit erschienen. Ging auch nicht ans Telefon, also habe ich Woodman gefragt. Er hat gesagt, sie ist weggegangen. Wo finde ich diesen Woodman? Hat wahrscheinlich im Hinterzimmer die Füße hochgelegt. Aber da dürfen Kunden nicht rein. Eigentlich sind wir ja kein Kunde, ne? Woodman, wer ist das? Mr. Forrest. Aber jeder nennt ihn Woodman. Keine Ahnung warum. Okay, also Mr. Forrest. Was macht er so? Er ist sowas wie ein Hausmeister. Findet neue Leute, kümmert sich um Probleme. Okay. Gut. Ob dieser Woodman endlich etwas Licht in diese verfickte Situation bringt, hoffen wir es. Wollte ich gerade sagen. Schwimmenden Puppen. Wir sollten die mal ersetzen. Wir hoffen es mal. Motorrad, nicht Motor. Selbst eine Waschmaschine hat einen Motor. Kennen wir? Das war Sperrgebiet, ne? Alles gut, ich bin nicht drin gewesen. Die Tür hat irgendwie einen Defekt. Hä? Natürlich musst du jetzt dastehen, ne? Wäre das auch, wenn ich das jetzt ja ausschalte? Eigentlich nicht, ne? Steht natürlich hier der Wache, ne?
Kann ich den irgendwie ausschalten? Bridge-Protokoll, Kurzschluss. Zieht aber nur Energie ab, ne? Oh! Gesucht wegen Mord, Körperverletzung, Übergriff auf einen NCPD-Officer. Werden die irgendwie alle gesucht? Mord an einem Konzernmitglied, unbefugter Besitz eines Konzernzugangschips. Mord. Das sagt er mir jetzt. Boah, noch eine Kamera. Kann ich die ausschalten? Ausschalten. Wir wollen ja hier. Und war da auch noch einer. Ansonsten. Mord an NCPD-Officer. Vertraulich. Konzernspionage. Da können wir auch hier mit der Keule durchgehen. Haufen Kohle und. Wie hieß das? Street Quid. Abfassen. Da wird er bestimmt auch gesucht. Der wird nicht gesucht in Night City. Und die können ja alle sterben, ne? Da können wir hier. Ja, ich würde schon gerne in das Büro vorher gehen. Ich denke mal, das wird sowieso schief gehen. Und dann können wir hier 1, 2, 3. Der wird ja auch gesucht, ne? 3, 4, 5 Kopfgelder. Der ist gerade weg. Ja, ja. Feindliches Gebiet. Hier ist irgendwas? Ach, nichts Beleuchtung bloß. Du hast mich gerade auch gesucht, oder? Die werden alle gesucht. Bleiben wir unten. Oder kann ich den ausschalten? Die dürften das ja nicht sehen, oder? Jetzt steht er da hinten, ne? Du siehst uns nicht. Ne, lass den mal. Wir gehen mal weiter hinter. Oh, wir kommen hier nicht rein? Gewaltsam öffnen. Fehlt uns eins. Lass uns den mal da hinten ausschalten. Wenn es geht. Stehen. Ja. So, müssten wir ja schon wieder Pluspunkte kriegen, oder? Sweet Quid, jawohl. 9 Erfahrungspunkte. Sehr schön. Ich hoffe, hier kommt keiner rein, ey. Dann können wir hier erstmal alles leer looten. Und dann ist die Frage, was machen wir, um da ranzukommen? Vielleicht kommen wir auch von der anderen Seite ran. Das war eigentlich meine Grundidee. Das war eigentlich die Grundidee, weil hier sieht man uns anscheinend ja nicht, wenn wir hier so lang laufen. ...1136, sehr schön. Und hier geht es nämlich unten in die Tür. Nämlich komischerweise auf. Aber wir haben hier eine Kamera. Noch wurde kein Alarm ausgelöst, ne? Wo sind die? Hier muss irgendwo eine Kamera sein. Bist du die Kamera? Ablenkungsmanöver. Nee, X. 5555 bringe die Speicherkosten von Quick. Okay, wir brauchen 5555. Ja, sehr einfach.
Okay, scheint doch keine Kamera zu sein. Hier kommen wir aber nicht durch. Klimaanlage. Hier scheint er ja drin zu sein, ne? Den wir suchen. Da sitzt er. Mission aktualisiert. Ach nee, du bist das. Hey, Kunden haben hier nichts zu suchen. Ja, ja, ist ja gut. Sei, wie du siehst, oh Gott, bin ich beschäftigt. Vorgespult, das wollte ich gar nicht. Ich wollte mich hinducken. Ja, wenn die Taste doppelt belegt ist, ne? Wird's Brühe. Ich dachte, der da hinten wär's. Dann ist das aber nur ein Gegner, so wie es aussieht. Ihre Handtasche. Hatte vielleicht mehrere. Aber in der ist ihr ganzes Zeug. Sie muss es eilig gehabt haben. Itemherstellung, okay. Hier haben wir noch was. Befrage Woodman. Wir müssen erstmal den Typen da ausschalten, ne? Gott, oh Gott, oh Gott. Da haben wir noch was. Weil wenn, dann wird der hier hinten gefährlich. Der sitzt aber so schön friedlich da. Können wir uns ihn eventuell schnappen. Jawohl. So. Hätten wir vorher scannen sollen. Gibt's da auch Street? Ja, klar, wird er gesucht. Na, super. So, hier Sachen mitnehmen. Hier hinten können wir irgendwas scannen. Türsteherschichtplan? Anscheinend. Benutzen, was haben wir denn? Clubmitglied seit Angriff auf Club. Am Dienstag um ca. 1.50 Uhr griff ein Netrunner Kabine 11 an. Das Opfer war Thomas Briggs, der sich gerade in einer Session mit einer Puppe befand, die mit dem System verbunden war. Der Angriff löste bei ihm einen schweren Schockzustand und psychosomatische Symptome aus. Es stellt sich heraus, dass der Netrunner-Angriff einem psychotischen Anfall seitens der Puppe zur Folge hatte. In Erwartung eines verheerenden Angriffs auf das Cloud wurden alle Sicherheitsangestellten des Clubs um 2.06 Uhr einbestellt und 10 Minuten später wurde Verstärkung von den Tiger Claws angefordert. Glücklicherweise war Kabine 11 jedoch das einzige Ziel des Netrunners. Mr. Briggs wurde erst versorgt und in einem psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert. Zum jetzigen Zeitpunkt Freitag ist die Puppe noch nicht wieder einsetzbar. Briggs Thomas. Sagt mir auch was. Durchschnittliche Aufenthaltszeit im Club 92 Minuten. Joa. Tiger Claws sind regelrechte Spanner. Beobachten ihre Puppen genau. Wollte ich gerade sagen. Was in diesen Kabinen abgeht. Buchführung dann hier. Sammeln Sie die Daten aus den Verhaltenschips. Eigentlich keine große Überraschung. Hatte das schon geahnt. Frag mich nur, ob Sie die Daten selbst benutzen oder verkaufen. Und wer sie kaufen würde. Kabine 11. Ich benötige Zutritt zu Kabine 11 sowie Zugriff auf alle Aufnahmen des letzten Monats. Von Ginger Lane, Ermittlungsdienst an Cloud Security. Detective Lane, Woodman, Cloud Security, wehe, ihr behinderte Detective Lahm bei ihrer verdammten Arbeit. Wenn sie Aufnahmen haben will, dann rückt sie gefälligst raus, aber ohne mein Okay geht keiner in Kabine 11, kapiert. Zu spät. So, jetzt kommen uns den hier schnappen, denke ich mal. Jeden kriegt doch keiner was mit, ey. Beim Rausgehen war daran irgendwas missverständlich für dich. Ich bin beschäftigt. Willst du die Fresse polieren? Bist du dann immer noch beschäftigt? Ich suche eine Frau namens Evelyn Parker. Hier arbeitet keiner, die so heißt. Ja. Aber früher mal. Was ist mit ihr passiert? Hat wahrscheinlich gemacht, was alle Puppen wollen. Einen Gönner fürs Leben gefunden. Aha. Kannst was Besseres kriegen. Versuch's mit Roxy in Kabine 2. Gleicher knackiger Arsch. Verhaltenschip macht den Rest. Wirst keinen Unterschied merken. Du siehst aus, wie wär's mit einem Deal? Nicht, was auf dem Spiel steht. Sag mir, wo Evelyn ist.
Man nennt dich Woodman, oder? Weil du so viel Ausstrahlung wie ein Baumstamm hast? Ich habe das Gefühl, du missverstehst die Lage, in der du Lage? Dich befindest. Welche Lage denn? Meinst du, ich gebe einen Scheißdreck auf jeden dummen Strecher, der hier reinschneit? Hör mal, es muss hier doch niemand verletzt werden. Warum willst du dir unnötigen Ärger machen? Solltest du dich auch mal fragen. Hör mir gut zu. Ich werde sie so oder so finden. Und wenn ich sie gefunden habe, ist hier die Hölle los. Da willst du nicht auf der falschen Seite stehen. Und du meinst, deine Seite ist die richtige, ja? Dreimal darfst du raten. Okay. Ich sag dir, was du wissen willst. Das geht doch schief. Das Mädchen, Parker? Ist nicht hier. Ach, was du nicht sagst. Ich will wissen, wo sie ist. Du glaubst, du weißt, wie hier die Dinge laufen. Aber hast keinen Schimmer. Die Puppen hier bedienen die Kunden nicht einfach aus purer Herzensgüte. Sie arbeiten. Sie sollen nur Profit machen. Hat Evelyn nichts mehr eingebracht? So ist es. Lief nicht gut für sie. Hab gesehen, was sie mit dem Kunden gemacht hat. Hatte jemand seine Finger im Spiel? Wer oder was auch immer ihre Schaltkreise frittiert hat, kam von außerhalb unseres Subnets. Die konnten mit ihrem Deck umgehen. Ihr Chip war völlig hin. Glaub mir, wir wollten ihn reparieren. Aber es ging nicht. Ist das normal? Solche Unfälle? Hattest du jemals Tag, die nie kaputt ging? Dachte ich mir. Die Verhaltenschips teilen dich in zwei Hälften. Manche verlieren dabei einfach den Verstand. Und wenn das passiert, stehen Dutzende Schlange, um sie zu ersetzen. Ist das deine Vorstellung von Klartext? Was ist mit Evelyn? Hab sie auf Befehl von oben recycelt. Du hast sie umgebracht? Nein, ich habe einen Ripper-Doc gefunden, der sie sich ansehen wollte. Er meinte, er wüsste da was. Du hast deine eigenen Eddies in die arme, unrentable Evelyn investiert? Ja, klar. Hast mich erwischt. Der Ripper hat mich bezahlt. Für eine kaputte Puppe? Leute haben eben komische Ticks. Glaub mir, ich kenne den Schlag. Bin lang genug im Geschäft. Aber Fingers ist so richtig schräg. Hat jeden Fetisch, von dem du je gehört hast. Und mehr. Bin sicher, er hat dir eine hübsche Nische gefunden. Du hast sie zu einem Ripper-Doc gebracht, statt dem Befehl zu folgen? Hätte nicht gedacht, dass du Eier hast. Scheiße, Mann, das ist doch kein Schlachthaus hier. Wir recyceln nur, wenn's unbedingt sein muss. Und rufen die Familie an, wenn's eine gibt. Meinst du, da draußen gibt's viele Daddys, die einer hirntoten Schlampe am Rande zur Cyberpsychose die Windeln wechseln wollen? Eher nicht. Sie auf die Straße werfen geht auch nicht. Damit mache ich uns nur den Ruf kaputt. Du bietest mich an, besser als eine Kugel in den Kopf. Boah. Naja. Alles ist besser, als sich eine Kugel einzufangen. Genau das sagen unsere Puppen auch immer. Langsam gefällst du mir. Suchst du vielleicht Arbeit? Also nicht für den. Der Ripper-Doc. Name und Adresse. Ich kenne den Nachnamen nicht. Verarsch mich jetzt nicht. Tu ich nicht. Er nennt sich Fingers. Die Klinik ist in irgendeiner Gasse nahe Jig-Jig Street. Wenn du Evelyn willst, such dort. Und lass dich hier nie wieder blicken. Gerade wird er mir einen Job angeboten, ne? Auf dem Weg raus den Lift. Je schneller ich dich los bin, desto besser. Sprich mit Johnny. Will ich mal kurz, ganz kurz scannen. Belohnung. Gesucht in Night City.
Kann ich den ausschalten? Warum kann ich den nicht ausschalten? Wie sah sie aus, als du sie das letzte Mal gesehen hast? Hab ich dir schon gesagt. Hättest zuhören sollen. Jetzt hau ab! Bleib doch mal ruhig. Bevor ich mir das Kopfgeld hole für dich. Ist Evelyn immer noch bei diesem Fingers? Sehe ich etwa aus wie seine Sekretärin? Wir reden erstmal mit Johnny. Doc Fingers in Jig-Jig Street. Klingt wie ein feuchter Schuljungentraum. Kamst du nicht raus, weil es Gitter war, ne? Ich will ihn ausschalten. Aber der wird ja gesucht, ne? Ja. Ja, pack dich nur durch. Alter, was hat denn der für rote Augen? Auf einmal rote Augen. Die Ausdauer. Was? Wow, du hast es schon wieder vermasselt. Was ist denn? Nicht gerade eine Hilfe. Was jetzt? Ich weiß nicht. Lies die Wahrheit von seinen leblosen Augen ab. Oder scan halt sein Deck. Das könnte funktionieren. Hätte ich nicht umbringen dürfen? Ich kenne sein Deck. Na, immerhin. Wir haben da jetzt Waffen. Komm, wir gucken mal ganz kurz. So viel Zeit muss sein. Inventar. Hier eine Pistole. Wir mussten ja unsere am Empfang abgeben. Hat mir auch nicht ein Samurai-Schwert aufgehoben? Wo ist denn das hin? Hier. 235. Boah, dann wird das hier. Scanne der Dick. Der. Ich glaube, es war nicht so geplant, den zu töten, ne? Wollen wir das scannen können? Kann ich nicht scannen. Achso, einschalten vielleicht mal vorher. Benutzen. Läuft die Sache. Wir haben uns um die Ware gekümmert. Besorg uns 5 oder 6 Mädels und 2 Jungs. Aber diesmal richtig, Junge. Nicht so wie letzten Mal. Kaputte Puppe. Hab gehört, Joy-Toys sind eine Spezialität. Hab aber hier die total im Arsch. Kannst du sie angucken? Frag mir noch. Klaus. Vielleicht sollte er ihn retten. Ein Ripper namens Fingers in einer finsteren Gasse. Klingt wie der Traum jedes Joy-Toys. Das ist mit dem Shop, Klaus. Hat mir ein anderes Angebot. Muss denen antworten. Gib mir die Antwort nicht ewig. Ich kriege mir das in der Höchstform. Ich hoffe, du hast dein Noch so eine Scheißaktion mit Evelyn Parker und du kannst den neuen Job suchen. Na gut, das hat sich, glaube ich, jetzt erledigt, ne? Hat Ryomi gesagt, wir haben dir einen groben Umgang mit Angestellten besser durchgehen lassen. Mhm. Und es sogar ignoriert, als du den Kunden vermöbelt hast. Aber das ging echt zu weit. Problem gelöst. Hey Boss, hab das Parker-Problem gelöst. Sie ist bei einem Ripper in der Chick-Chick Street. Der Typ heißt Fingers, obwohl Face besser passen würde. Jedenfalls kümmert er sich um. Was kümmert er sich ab jetzt um sie? Na, da haben wir doch das. Wahrscheinlich, oder mal? Wir haben noch ein System. Nein, Entschuldigung. Dann wenigstens weg. Wir haben hier noch was mit Nett. Achso, das war das. Okay. So, lebt er noch? Wir wollen dir natürlich keine Möglichkeit geben, dass er noch. Jetzt haben wir Geld gekriegt. Der ist durch, ne? So. Ach, hier hat man doch noch öffnen können. Da war ich mir nicht sicher, ne? So, warte mal, ich wollte noch gucken, ob hier noch irgendwas ist. Und hier ist nämlich auch noch. Da hören wir uns noch die anderen Wachleute aus dem Laden. Da haben so einige dann erlegt. Das ist dann eine ganze Menge Kopfgeld, was wir uns dann geholt haben, ne? Die dürfen ja alle auch tot sein. Hier ist nichts weiter? Ne, ich will nicht mit dem Fahrstuhl fahren. Verlasse das Clouds. Ist doch hier. Ach, jetzt soll ich da rausgehen. Okay.
hier waren wir. Hier haben wir auch alles geholt. Was ist los? Bleib mal ganz ruhig. Okay, das war so ein Tiger Claw. Okay, ist klar. Belohnung, ja. Hör damit. Ich nehme jede Belohnung an. Hey. So. Ich nehme alles mit. Hey. Hey. Ich liebe dieses Samurai-Schwert, ne? Jo, Kopfgeld erhalten, sehr schön. Das freut mich. Das schnitt sich ja alles wieder, ne? Hi! Ja, du, jetzt ein Samurai-Schwert kaputt dich machen! Nächste Kopfgeld, würde ich sagen. Kopfgeld erhalten. 10 Dollar ist jetzt auch nicht viel, ne? Sind die jetzt alle hin? Takamura, och, was will der denn? Wie? Hast du Regen? Nee, nicht wirklich. Warte mal, ich muss weg. Warte mal, ich muss weg. Das. Okay, das ist auch ein Fahrstuhl. Okay, wir können uns hier verbinden. Dann verbinden wir mal. Das müssen wir auch ein bisschen üben, ne? 4 Felder. BD. 1C. Ja, kann ja nur das gehen. 1C. Immerhin 2. Gut, das haben wir. Hier geht nichts, okay? Such den Rest hier noch. Ich dachte, hier wäre jetzt ein bisschen mehr Action. Oh Gott, das dann ja. Die bringen plötzlich alle irgendwie nicht mehr so viel, ne? Wie bitte? Warte mal, ich will mal ganz kurz gucken. Inventar. Ordentlichen Baseballschläger. Ah, der macht nicht so viel Schaden, ne? Doch, 2 Schaden mehr. Probieren wir mal aus, würde ich sagen. Oh, eine ordentliche Keule, da. So. Komm her. Ausgeschaltet. Ja. Kannst du bitte warten? Kopfgeld erhalten. Leben die noch? Schwer zu sagen, ne? So. Der lebt auf jeden Fall auch noch, aber sie sind zwar alle Tiger Claws, aber das ist nicht der Verdienst, den wir eigentlich vor uns ausgelesen haben, ne? Und Kameras hatten wir eigentlich auch deaktiviert. Warum ist hier ein Punkt? Achso, ein Chip. Okay. So, tut mir leid, mein Freund. Ach, das kann ich leider nicht am Leben lassen. Ja, hier haben wir eh für dich gekriegt. Und so viel bist du auch nicht wert. So. Alle Kabinen geschlossen, ne? Oh, hi. Sind wir da rein? Nee. Ich muss Ihnen jede Waffe ziehen.
Was mit meinen Waffen? Ja, die Waffen möchte ich dann wieder haben. Wenn ich es lieber nicht hätte. Hey, ich weiß nichts. Ich arbeite nur hier. So, meine Waffen. Da. Ah, da fühlt man sich doch glatt für Ola. Hast du auch zufällig gesucht? Schade. Mensch, aber sauer. Mit der Keule, mega. Aber Samurai-Schatz ist natürlich auch richtig geil, ne? So, frische Luft. Ah, herzlich willkommen. Oh Gott, das ist laut. Fahren wir den Aufzug ins Erdgeschoss. Oh. Den Aufzug ins Erdgeschoss? Sind wir nicht im Erdgeschoss? Saubere Arbeit. Schon mal daran gedacht, dich beim Diplomatenkorps zu bewerben? Na, immer doch. Hab keine Zeit für Diplomatie. Kann ich nachvollziehen. Klar kannst du das. Du würdest am liebsten den ganzen Laden unter einem Atompilz begraben. Viel zu übertrieben. Ich habe andere Methoden. Was sind denn das hier Problem? Fest. Die Claws werden das nicht vergessen. Och, können sie ja. Meinst du, Fingers hat sie? Glaubst du, wir finden sie da? Wie? Wenn ich Hellsinn könnte, wäre ich jetzt kein abgewichster Geist im Kopf von einer wandelnden Leiche. Sehr nett, sehr nett, sehr nett. So, Erdgeschoss. Ach stimmt ja, wir sind ja oben im 12. Das ist eine ganz... Oh Gott sei Dank. Das wär es gewesen, ne? Hier war's. Jetzt hier eine Granate zünden. Was denn jetzt los? Oh, wir bluten Hust. Wir husten Blut so rum. Du hast was versucht und das ging schief. Und jetzt bist du völlig fertig. Nö. So findest du Hellmann nie. Ah, fuck! Was ist das? Reliquienfunktion. Nicht gut, nicht gut, ne? Die ist offen, was ist mit der los? Nein, ach, setz mich erstmal. Scheiße, was willst du eigentlich von mir? Es geht alles zu langsam. Du gehst noch drauf, ehe wir wissen, wie du den Chip loswirst. Hast selbst gesagt, du willst mich tot sehen. Seitdem habe ich dir doch wohl klar gemacht, dass das nicht mehr so ist, oder? Ich will, dass du am Leben bleibst. Okay, wir können am Leben bleiben. Ich hab schon mal gefragt, was willst du von mir? Ich hab eine zweite Chance gekriegt. Und die lasse ich mir auf keinen Fall entgehen. Arasaka und ich haben noch eine 50 Jahre alte Rechnung offen, die ich begleichen will. Ich frag wieder, woher hat diese Kippen her? Dafür brauche ich dich. Zum Terroristen wollte mich noch keiner machen. Fühl mich fast geehrt. Ich weiß gewisse Dinge, die uns helfen könnten, dein Leben zu retten. Du wirst den Chip los, ich hau Saka eine rein. Win-win. Wir brauchen den Soul Killer. Und wir kommen über Mikoshi an ihn ran. Du weißt schon, dass du nur eine lästige Halluzination bist, oder? Sollte dich einfach... Und du bist eine wandelnde Leiche. Dann warte ich halt, bis dein Verstand weg ist und ich übernehmen kann. Kleiner Wichser. Aber wie du siehst, habe ich mich entschieden, dir zu helfen. Zuerst müssen wir nur was finden. 7 Buchstaben. Fängt mit M an. Okay. Also was genau ist dieses Mikoshi eigentlich? Okay, von vorn. Wenn du verlinkt und im Net unterwegs bist, kann Arasaka dich frittieren und mit Soulkiller deine Psyche, Verstand und Seele fangen. Und? Kannst du noch folgen? Ja, er ist ja aktuell ja nur ein Hirngespinst. Der ist ja auf dem Chip. Also ist das, was auf dem Chip ist, alles, seine ganze Seele, seinen Verstand und hast du nicht gesehen. Und das hatten wir ja am Anfang gespielt, wo wir die Kugel im Kopf hatten, bekommen haben von Dex.
haben wir ja dann erstmal mit ihm weitergespielt. Und das war quasi seine Erinnerung, die wir da nachgespielt haben. Komm, wir hauen ab. Sicher. So bist du zum Konstrukt geworden. Genau. Der hat ja so ein Gerät auf dem Kopf gehabt, ne? Der Ort, von dem aus Soulkiller agiert. Wo die Engramme gespeichert werden. Wenn du noch was zu sagen hast, dann sag's halt endlich. Vor 50 Jahren war Mikoshi der einzige Ort auf Erden, wo man am menschlichen Verstand operiert hat. Heute bestimmt die Kippe schwebt. Ich sag's dir, dort wird alles enden. Du bringst dein Ding zu Ende. Zwei Kippen. Ich meins. Und wie willst du Arasaka diesmal fertig machen? Noch ein atomares Ass im Ärmel? Ja, nur diesmal heißt es Alt Cunningham. Sollte ich den Namen kennen? Noch nicht. Erst wenn wir haben, was wir suchen. Wir sollten keine Zeit mehr verlieren. Wir müssen nach Mikoshi. Puh, Space in Between. Sprich mit Johnny hier. Bleib doch mal stehen. Och, Takamura, jetzt. Also, wo waren wir? Wie? Pastor Levin? Das ist wichtig. Was ist wichtig? Ich habe vielleicht eine Lösung für unser gemeinsames Problem. Ich habe Kontakt zu einem alten Freund von Arasaka aufgenommen. Er ist gerade hier in Night City und kennt einige ziemlich einflussreiche Leute. Alter Freund, einflussreiche Leute... Warum so geheimnisvoll? Komm zum Punkt. Ich hab dir mal gesagt, ich würde an viele Türen klopfen, wenn's sein muss. Wir können uns treffen. Du, ich und der besagte Freund. Du sagst ihm, was du mir gesagt hast. Was wirklich im Kompeki Plaza passiert ist. Es wird schwer sein, ihn zu überzeugen. Aber es wäre ein Anfang. Gerade du solltest wissen, dass Night City die Verlässlichkeit eines jeden auf die Probe stellt. Selbst die alter Freunde. Bist du dir sicher mit dem Kerl? Traust du ihm? Wir hätten uns beide schon oft gegenseitig töten können. Ja, ich traue ihm. Okay. Na gut. Wo und wann treffen wir uns? Japantown. Wenn's dunkel ist. Ich schick dir den genauen Standort. Wir sehen uns dort. Wie sieht denn das ständig? Oh, hier sind Sachen.